willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Und ja, immer noch fleißig beim langweiligen Baumstumpffräsen. Es nervt. Also wenn sich die Ware aus China nicht importieren lässt, dann werde ich den Försterjob an den Nagel hängen. Das kannst du aber glauben. Ich komme hier nicht vorwärts. Ich bin viel zu sehr am Hin- und Herfahren. Oder Hans-Peter kommt. Das ist gut. Alle weg. Hallo? Herr Barona! Ah, Hans, servus. Guten Tag. Kannst du gerade mal mit mir hier die Grasfläche abgeben und zu gucken, ja, ob da noch Baumstümpfe sind? Ja. Aber ich meine, ich habe alle erwischt. Ich hab's nur so mit dem Rücken, ich bin nicht so schnell. Ah, das ist aber schlecht heute. Aha. Ja. Hier ist noch einer. Okay. Oh Gott. Der Jürgen kommt auch hier lang. Ja. So, ich muss mal gerade hier vorne, ist noch einer. Das ist schön langsam. Der ist noch ein Stück. Ja, warte. Jetzt ist weg. So. Nein, das ist sehr geschickt hier. Aber. Warte, mach gerade meinen Motor aus. So. Na, Jürgen, hey, auch viel beschäftigt. Der fährt die ganze Zeit hin und her. Ja. So. Und was sagen die Chinesen? Die Chinesen sagen, ich hab einen. Das ging ja schnell, ey. Na ja. Ist das der, der da an deinem LKW dran hängt? Ja, ja. Dann lass mal gucken gehen. Wie gesagt, ich hab nicht so schnell. Mein Rücken. Sieht fast aus wie meiner. So. Ja, aber man sieht's, der ist nicht ganz so gut verarbeitet. Ja, das sind ja auch Chinesen. Ja. Ja, also wenn ich hier die Lackierung angucke, mit den ganzen Pickeln da drin. Komm mal, lass mich gerade mal in den Radkasten gucken. Was Besseres kann ich seit, diesen Autoerkennungsteilen für Stämme nicht bieten. Okay, und was hast du gesagt, was der kostet? 26.000. Mit Breitreifen noch 600 extra. Also 27,2. Nein, 26 und 600 extra. Ah, 26,6, okay. Wenn man Breitreifen nimmt. Was ist da vorne für ein LKW dran? Das ist ein Arox. Mercedes. Das sieht ja cool aus. Ja. Okay. Mit Agrarreifen. Okay, und den Auflieger könnte ich mal testen? Ja. Wo rennst du denn schon wieder rum? Ah, hier. Okay. Dann würde ich das gleich mal bei dir an dem einen Auftrag, wo ich machen soll, testen. Ja, dann bringe ich ihn runter. Jo, das wäre nett. Ich komme dann, ich muss halt noch ein bisschen Equipment mitnehmen. Wollen Sie den LKW haben dann? Ja, zum Testen wäre super. Okay. Okay, dann treffen wir uns unten. Ciao. Ciao. Ah, warte mal. Fahr mal. Ari. Ich hab gehört nicht. Ari. Hans-Peter, kannst du mal gerade parallel zu dem Trailer fahren? Ich will mal gucken, ob die gleich lang sind. Danke. Moment. So, servus Harry. Und? Hat alles funktioniert? Ja, alles überwiesen. Okay, dann kriegst du von mir noch den Lohn, gell? Was hat man gesagt? 5 oder 4? Ja, du hast gesagt 5, oder? Okay.
Vielen Dank. Bitte. Anstatt dass er auf die andere Seite fährt, muss er hier lang. Ja. Fahr mal auf die andere Seite. Ja. Oder warte. Ja, ich glaube, die sind. Der ist fast sogar ein Stück kürzer. Was habt ihr denn vor? Ja, ich will wissen, welcher länger ist. Oder ob die gleich groß sind. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Langsam, langsam. Noch ein Stück, noch ein Stück. Gut. Gleich, oder? Ja, sind wirklich gleich. Ja, okay, der Fliegel ist vielleicht 10 cm nach hinten noch größer. Ja, aber das macht es danach. Passt. Okay. Hey, lass ich dir den hier stellen? Ja, Hans-Peter, geh mal auf die Seite, bitte. Hey, kann ich dir den... Halt, Harry, was machst denn du jetzt? Mein Mähwerk mitnehmen. Ach so, du hast auch noch Equipment hier. Okay, schade. Okay, passt. Aber nee, warte mal. Kannst du mir danach den Trailer hier zum Händler fahren? Ja. Das wäre nett. Einfach mit Dolly und Anhänger beim Händler stehen lassen dann. Ja. Was kriegst du dafür? Runterfahren. Ja. Tausende. So viel. Uiuiui. Ja, okay, dann machen wir 5. 400. Du machst mich arm, ey. Aber okay. Ja, dann machen wir es. Dann machen wir es einfach so. Ja, 500, 400 hast du. Okay, supi. Also, Hans-Peter, wir sehen uns unten. Ja, ich fahre ihn runter. Ah, scheiße. Jupp. Ciao. Wir müssen dann aber selber noch die Birken entasten. Ja, das mache ich. Alles andere ist schon entastet, abgesägt und auf der Straße abgelegt. Okay, ciao. Sehen Sie dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hallo Jürgen. Hallo. Du, ich habe den Auftrag jetzt beim Sepp beim Knoll oben fertig. Jo, hast du Toll schon verkauft? Das hat der Harry verkauft. Ich habe ihm gesagt, er kriegt 10 bar, er müsste es an dich weitergeben. Das ganze Geld? Ja, das ist der eine Anhänger noch. Ja, soll er bitte an mich weitergeben? Ja, habe ich ihm gesagt, wenn er es nicht gemacht hat, melde ich mal direkt bei ihm. 64.000 Euro kam eben an. Ja, dann wird es das gewesen sein. Hast du schon das Geld bekommen? Ja, die Gutschrift. 4.200 hast du mir geschickt. Ja, auch das für den Auftrag oben, nee, ne? Doch, das hatten wir schon. Das waren 33, ja? Oder? Warte mal. Waren 33.000, meinst du? Ja, 33.000 hast du mir geschickt gehabt. Passt. Jo, okay. Gut. Jo, ciao. Also, ciao. Oh Gott. Okay, jetzt können wir den China-Import da mal testen. Vielleicht können wir dann den Frontlader wieder loswerden. Wenn die Technik funktioniert. Und dann schauen wir mal. Tja, guck ich mal rein. Müsste glaube ich gleich hier um die Ecke sein.
Ah, mei. Okay, er hat schon ein bisschen was zusammengelegt, ist ja schon mal gut. Mach ich mich gleich mal an die Arbeit. Muss mal gerade hier. Kann mal gucken, ob ich hier. Ne, kann ich nicht. Okay. Dann machen wir arbeiten wir halt ohne Absperrung. Bin ich mal gespannt, wenn der Hans-Peter kommt und dann können wir ja aufladen. Auf den Test bin ich gespannt. Oder ist er ja schon. Hallo. Servus, Hans. Servus. Du. Ja. Was kriege ich denn eigentlich für den Auftrag hier? Was stellen Sie sich denn vor? Das ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, um wie viele Bäume es sich handelt. Meine ich mehr als 10. Ja, das glaube ich auch, weil allein hier liegen schon 10 Stück. Oder wie viel wollen Sie denn pro Baum? Pass auf, mit dich hier mit der Kettensäge hantier. Pass schon auf. Ist unterschiedlich, ist ja gemischt. Also für die Kiefern sind es glaube ich nochmal 700. 700? Für die Birken 500 glaube ich. Ja. Plus Arbeitszeit. Okay. Geht's nur um die Bäume, die hier liegen? Oder sind es noch mehr? Das sollten eigentlich nur die sein. Okay. Moment, ich schau nochmal drüber. Jo. Ja, das ist es alles. Okay. Gut, dann viel Spaß. Ich geb wir haben jetzt aber noch nichts mit dem Preis ausgemacht. Ja, zählen einfach Bäume und dann will man einfach Preis. Können ja verhandeln. Dann gebe ich Ihnen. Nehmen Sie mal die Kettensäge weg. Dann gebe ich Ihnen eben die Schlüssel. Und so weiter. Für was? Können Sie fangen? Ja, für den LKW. Ach so, ja, danke. Können Sie fangen? Ja, natürlich, aber wieso wollen Sie denn jetzt wegwerfen? Geben Sie einfach rüber. Ich hab's Ihnen hingeworfen. Die Hand geworfen. Kennen Sie das nicht? Wo ist er denn jetzt? Ach, haben Sie ihn nicht gefangen? Nee, Sie haben gesagt, Sie werfen. Ich dachte, Sie geben und dann, also. Ah, hier. Zack. Danke. Ja. Also die Bäume, die hier liegen, die fahre ich ab. Jo. Gut. Tschö. Tschö mit Ö. Der nimmt's aber ganz genau, der Hans-Peter. Der will bloß nicht zu viel zahlen, ey. Birken mag ich eigentlich gar nicht.
Aber Geld bringen auch die. Alter, hat der hier den LKW angelassen? Denk mir gerade die ganze Zeit, was ist denn hier so laut? So, der ist auch durch. Müsst auch nochmal klären, wer denn alles in der Partei war eigentlich. Wer da Bock drauf hatte auf die Öko-Partei. Na, krieg ich den hier noch irgendwie weg? Birken entasten ist wie Klettern im Urwald. Aber gut. Volker anrufen. Hallo? Ach, Volker. Hi. Du, bei meinem Haus liegen immer noch Bäume. Wolltest du die wegmachen, oder? Oh, das ging mir wohl durch. Dachte, ich war so im Stress, weißt du, Hans-Peter hat mich die ganze Zeit genervt. Das ja, kannst du die Tage abholen einfach. Jo, das mache ich. Oh, das ist ja nett. Jo, das mache ich. Sind ja nur 3-4 Bäume. Ja, okay. Ich muss jetzt zum Mittagessen, hab einen Tisch bestellt. Naja, ich jetzt auch. Okay, bis dann, ciao. Jo, ciao. So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Haut rein, macht's gut. Ciao.